Hallo Freunde, heute machen wir leckere Vanillekipferl. Die sind so einfach. Also der Teig ist wirklich schnell angerührt. Muss ein bisschen kühlen, der Teig, und dann kann man daraus schon formen. Super easy und die sind so lecker. Die zergehen so richtig auf der Zunge. Fangen wir mal an. Oh mein Gott, Hammer. Ich habe hier 400 Gramm zimmerwarme Butter. Ich gebe dazu das Mehl und wir brauchen Zucker. Außerdem brauchen wir gemahlene Haselnüsse. Das war's schon. Das Ganze wird nun zu einem Teig sehr schön lange geknetet. Das mache ich nicht jetzt. So sieht's aus. Und schaut mal, an den Seiten hat er nicht so gut geknetet. Dann habe ich das immer wieder mal so runtergeholt zu dem Kneter. Jetzt ist es wunderbar, schaut mal, perfekt. Schön weich, zu weich. Jetzt muss es für eine Stunde in den Kühlschrank. Schön durchgekühlt ist nun der Teig. Ich hole mir ein gutes Stück raus. So, und dann kann man ihn auch leichter formen, wie wenn er jetzt warm wäre. Den Rest decke ich mal zu. Okay, und jetzt einmal kurz kneten und daraus einen Wurm machen. Je größer das Stück, je schlechter geht es, ehrlich gesagt. Deswegen lieber immer kleine Stückchen nehmen. Ungefähr so einen dicken Finger breit im Durchmesser und möglichst gleichmäßig dick. Perfekt. Nun nehmen wir unser Messgerät, nämlich drei Finger oder genau vier Finger. Schaut mal, so, perfekt, ne? Wunderbar. Und immer wieder gleiche Größe, nicht den Finger anschneiden. Nun forme ich daraus ein Kipferle, und zwar, schaut mal, so ungefähr. Und die Enden etwas zusammendrücken, super. So kommt es jetzt aufs Backblech mit Backpapier. Und irgendwann mal kann man auch schon den Backofen einschalten, dass er vorheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wenn ihr zwei Bleche auf einmal reinmacht, dann macht man 160 Grad Umluft. Das erste Blech ist fertig, das kann auch schon in den Backofen, der ist vorgeheizt. Hier habe ich Butterzucker und dazu gebe ich gleich vier Tüten Vanillinzucker. So. Und gut verrühren. Das erste Blech ist fertig. Also zwischen 15 und 17 Minuten braucht es ungefähr. Einfach mal schauen, dass er ein bisschen Bräune an den Seiten hat. Ganz hauchzarte. Und jetzt geht auch schon das zweite Blech in den Backofen. Solange die Kipferle noch heiß sind, wird unser Puderzucker und Vanillinzuckergemisch auf die wirklich sehr ergiebig gestreut. Das zweite Blech ist auch schon soweit und hier ist noch das halbe dritte Blech, das kommt jetzt auch noch in den Backofen. Wirklich sehr, sehr leckere Vanillekipferle, die zergehen so auf der Zunge, wunderschön. Die sind bei uns auch immer die als erste weg sind. Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr gebt mir ein Like. Freue mich, wenn ihr die Vanillekipferle nachbackt. Freue mich über eure Kommentare und bis zum nächsten Video. Eure Xenia.